der Villacher Nikolaikirche gab Rasti, der bekannte Elvis-Imitator, ein Gospelkonzert zugunsten von Licht ins Dunkel. Gerade zu Weihnachten sollte man eigentlich nicht nur mit den Augen sehen, sondern auch ein bisschen mit dem Herzen. Und es ist auch irgendwo eine Berufung für mich. Und deshalb mache ich das auch gerne. Helfen ist überhaupt eine schöne Sache, jetzt überhaupt zur Vorweihnachtszeit. Und wenn da jeder seinen Beitrag dazu leisten kann, ich glaube, dann können wir die Not ein bisschen lindern. Wir unterstützen Licht ins Dunkel seit 10 Jahren. Jedes Jahr ein konkretes Projekt. Heuer ist es das SOS Kinderdorf, in Moosburg das Rundfunkhaus und Smoky. Und das Konzert von Rasti ist so gesehen der Höhepunkt. Wie passt denn die Gospelmusik zu Kärnten und zu Weihnachten? Gospelmusik, ich sage einmal speziell von Rasti, passt aber sicher zu Weihnachten. Bringt eine tolle Stimmung, öffnet die Herzen und vor allem, es freut mich, dass wir das heuer wirklich in Villach in der Nikolaikirche machen können. Wichtig ist es natürlich, die Gospels kannst du nicht im Jänner oder im Sommer spielen, sondern das ist eine prinzipielle Show nur im Dezember und das ausschließlich nur in den Kirchen. Sing your troubles away.